Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen am Mikro, wie immer euer Eduard. Wladimir Klitschko deutet nun erneut ein mögliches Comeback an. Leute, Boxer-Comebacks werden derzeit reihenweise angekündigt. Evander Holyfield, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather und dann natürlich Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Ein mögliches Comeback des ehemaligen Schwergewichtskönigs Wladimir Klitschko wird ja ebenfalls schon seit Jahren immer wieder thematisiert. Gerade weil er selber auch in der Vergangenheit immer wieder ein mögliches Comeback angedeutet hat. Im Dezember 2019 ließ er noch seine Fans abstimmen, gegen wen er zurückkommen soll. Zur Auswahl standen Deontay Wilder, Anthony Joshua und Tyson Fury. Und Klitschko kündigte ja auch an, dass er nur einen Reiz hätte, nochmal zurückzukommen, um George Foremans Rekord zu brechen und ältester Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten zu werden. Und wenn wir jetzt so überlegen, allzu viel Zeit bis dahin ist auch nicht mehr übrig, denn George Foreman wurde ja mit 45 Jahren und 9 Monaten Weltmeister, Wladimir Klitschko ist ja aktuell 44 Jahre alt und wird im März ebenfalls 45 Jahre alt. Zuletzt präsentierte Klitschko sich ja in einer hervorragenden Form. Da gingen die Spekulationen vor ein paar Monaten um ein mögliches Comeback auch wieder los. Auch sein ehemaliger Manager Bernd Bömte erwähnte vor einigen Monaten, dass Wladimir Klitschko in einer unglaublichen Form ist und er ihm zutrauen würde, da nochmal Weltmeister zu werden. Wladimir selber deutet jetzt nochmal an, dass er dieses Jahr zurückkommen könnte. Auf Instagram postete er einen Beitrag, wo er der Welt da draußen seine Neujahrsgrüße ausrichtete. Er schrieb folgendes: Ich wollte nur für meine Familie, meinen Freunden und allen Leuten auf der Welt eine kurze Ankündigung machen. Ich sende ihnen allen für das neue Jahr nur Positivität. 2020 hat alle auf der Welt getroffen. Wir hatten tragische Verluste und Rückschläge. Für die Betroffenen sende ich die beste Wünsche. Wir waren alle demütig und verstehen jetzt, wie besonders das Leben, die Familie, Freunde und Momente sind. Lasst uns aus 2020 lernen und es hinter uns lassen. Ihr müsst euch ins Jahr 2021 durchpanschen. Wisst ihr, was die Menschen am liebsten auf dieser Welt sehen? Ein Comeback. Zwinker-Emoji und dann nochmal ein Emoji, wo der Zeigefinger den Mund bedeckt. Die Kommentare wurden darauf dann natürlich zu bombardiert mit "Kommst du jetzt zurück?" und "Wir wollen dich zurücksehen" und solche Sachen. Das ist natürlich noch keine offizielle Ankündigung, aber er spielt halt mal wieder mit diesem potenziellen Comeback. Und wenn er dann wirklich nochmal ältester Schwergewichtsweltmeister werden möchte, dann ist es auch bald soweit. Er wird dieses Jahr 45 Jahre alt und könnte ja schon mal Aufbaukämpfe oder irgendetwas dergleichen bestreiten, um den Ringrost loszuwerden, bevor er dann 2022 die Joshuas und Furies der Welt herausfordert. Ich persönlich denke schon, dass er nochmal zurückkommen könnte. Immerhin hält er sich nicht umsonst so fit. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Form. Aber ob er das dann auch nochmal sportlich schaffen kann, Weltmeister zu werden, da wird es dann extrem schwer, nochmal mit 45 Jahren einen jungen Fury oder Joshua zu schlagen, wenn er die halt bereits in jüngeren Jahren nicht schlagen konnte. Das war soweit von mir dazu. Jetzt seid ihr an der Reihe. Denkt ihr, Klitschko kommt dieses Jahr nochmal zurück? Und wie stehen seine Chancen, da nochmal Schwergewichtsweltmeister zu werden? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.